Leute, es ist wieder soweit. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt es die neue Shotgun in Warzone 2. Oh ja, das ist so wie Cheaten. Nein, er war... Hab ich doch. Es ist schon befriedigend, muss ich sagen, mit der neuen Shotgun. Er ahnt nicht, der Arme. Er hat mir Tempi mitgebracht. Ich zeige euch ganz schnell direkt die Klasse. Die MX Guardian schaltet man frei im Battle Pass, indem man eben hier oben auf die Map geht und dieses Feld öffnet. Man muss 4 Challenges machen. Das sind alle Challenges, die man mit der Shotgun einfach in zum Beispiel Shipment machen kann oder Beutegeld. Und am Ende nochmal 30 Kills aus nächster Nähe mit Shotguns, damit man die eben freischaltet. Macht das einfach auf Shipment. Die Klasse seht ihr hier nochmal ganz schnell, die ich jetzt gerade gespielt habe. Und ihr bekommt da natürlich nochmal ein schönes Gameplay auf die Augen. Sie ist nicht besser als die K4 Broadside Shotgun mit Feuermuni. Hinten habe ich hier diesen hohen B60 Griff noch drauf. Man kann die auch mit Feuershotgun-Muni spielen, dieses Drachenatem. Dafür müsst ihr aber hinten bei Abzug das Salvenfeuer draufpacken, damit ihr das schon mal Bescheid wisst. Lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da und checkt natürlich gerne mal den Stream unten in der Beschreibung ab. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Wir sind natürlich jetzt auch wieder live, beziehungsweise eigentlich täglich. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Runde, mit der neuen Shotgun. Ja, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und let's go. Er hat sich gerade vor meiner Nase wegteleportiert. Ist hier eine rote Kiste irgendwo? Boah, ich krieg kein Tempi, scheiße. Wenn man am Anfang kein Tempi hat, ist schon echt ätzend, ne? Nee, ja, ist langweilig dann das Game. Kacke. Ah, Tempi gefunden, erste Kiste, nice. Und danach Tempi. So, oh, ich hab den Super Jump, ich freue mich. Nee, Isa hat damals Warzone gestreamt, aber halt Warzone 1. Aber nicht schon lange. Wann kriegt man bei dem Supersprung eigentlich dieses auf dem Boden so... Immer. Immer wenn du auf dem Boden landest, aber ich hab das nicht immer. Ja, doch, immer. Hast du gerade passiert? Ja? Matze macht wieder Quatsch, glaube ich. Nein, ich meine es ernst. Hä, ich mach keinen Quatsch. Warum Quatsch? Also ich kann aufgehen, damit nach dem Jump landen und dann knallt er die weg, oder wie? Ja. Du hast immer diesen Erdbeben-Scheiß da. Okay. Also ernst, ich hab mir Mörserstärke, ich wollte einen Drohne holen. Ja, aber halt die größte Reichweite haben die, ne? Achso. Ihr habt das auch falsch verstanden. Das ist jetzt null Auge oder so. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, Quatsch. Das ist auch safe ein witziger Stream. Also alles, wo Let's Go gut drin ist, ist witzig. Deswegen. Von Trevor von Floyd wäre dabei gewesen, das wäre einfach sehr langweilig gewesen. Stell dir vor, wir hätten erst das machen müssen. Nee, fürs Update. Auf den Himmel, Ultra. Wir ordnen einen nicht autorisierten Zug in diesem Gebiet. Bist du doof, dass Tempi nicht gedroppt wird? Das ist unfair. Hä, bist du nicht? Also manchmal kill ich gehen und das droppt wirklich, dachte ich immer. Ja, ja, wenn ihr es im Inventar habt, ich meine, wenn ich es ausgerüstet habe. Ah, okay, okay. Wenn nicht fair. Die waren ein bisschen sauer, dass ich hier reingebracht. Dann merkst du, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben. Wenn die jetzt noch so eine OP-Waffe reingebracht hätten, wäre ätzend gewesen, finde ich. Das wäre auch too much, also da hätten die auf den Boden überspannt. Ja. Alles richtig gemacht, also? Ja. Aber findet ihr auf 160 FPS Captain hilft so ein bisschen? Ja, ja, muss machen. Also habe ich gerade gemacht. Seitdem ich es gemacht habe, ist viel ausgeschaltet. Viel angenehmer. Welten so schön. Erst direkt. Oh ja. Das ist so wie Cheaten. Nein, er war. Ich hab nichts gesehen. Hab ich doch. Haben wir doch. Nein, hast du Tempi geklaut, oder? Ja. Mann! Ärgerlich! Und weg! Tschüss! Mann, das gibt's doch nicht! Den Kovic mit Chat, seht ihr den? Diese Teleportation ist so geil. Ja, weiß ich, schon sehr langweilig im Verhältnis. Ja, aber es rettet mich so auf den Arsch. Drohne ist in Position. Guter Abschuss. Das ist so geisteskrank. Ich muss ehrlicherweise sagen, es war schon ein bisschen.
Fähigkeit, aber es ist halt einfach. Oh Gott. Das ist nervig. Also wenn es jetzt ein Modus wäre, würde ich jetzt schon ab und zu mal zocken. Aber da es jetzt aufgezwungen ist, das ist scheiße. Ich hätte den Modus den ganzen Tag gezockt. Wenn es einen Modus geben würde. Aber es ist einfach so normal. Ja, der Geldschied ist wirklich das Geilste. Das ist geil, ne? Was meinst du, Max? Ja, aber es ist, also ich bleib auch dabei. Das SPMM ist irgendwie dabei kaputt gegangen. Nee, das ist meine Lobby. Aber wir hatten, wir haben heute Morgen schon keinen VPN gespielt. Heute Morgen haben wir kein VPN gespielt mit Floyd im Duo. Und zwar, also es war wirklich... War entspannt. Sorgen ist der Weg. Achso, okay. Ja, aber es ist doch normal, ist aber nur Update, viele Bots und so. Ja, echt? Ja, aber Update immer, Update-Tag ist immer immer angenehm. Also der Tag danach. Nicht der Tag direkt. Feind erledigt. Kann ich nicht bestätigen. Den Rest des Trupps mit der Taktikkarte aufspüren. Ich sag morgen aber rein in Ranked und dann Spaß haben. Ich glaube, es kommt bei Bird's Eye auf die Entfernung drauf an, wenn die Gegner Geist haben. Du siehst sie nicht immer. Aufklärungsüberflug. Verstanden. Drohne. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf die Wir haben den Rest geortet. Es ist schon befriedigend, muss ich sagen, mit der neuen Shotgun. Ich hab Spaß. Guter Abschuss, danke dir. Und weiter geht's. Danke. Nehm ich. Auch, dass du hier unendlich Shotgun-Muni glitschen kannst. Das, ey, das ist wirklich super gemacht. Hab ich was vergessen? Das ist 50k. So eine verquatschte Quatschi-Quatsch. So, haben wir noch? Teleport. Die reden mir auch viel zu viel hier, die ganzen Leute hier. Hey, mir fehlt jetzt nur noch Time V und dann ist das Gameplay perfekt gerade. Vom Feeling her. Haben wir da noch was? Ach, guck mal hier. Was macht er hier? Er ahnt nicht. Er weiß doch nicht. Einfach Portable bei haben, dann einfach auf sie drauf schießen. So wie der Kollege hier gerade. Das ist ja so bodenlos. Und Abfahrt! Also so kann eine Runde laufen, würde ich sagen. Also die ist echt nett. Will hier noch einer landen wieder? Dass diese Elektro ist einfach wirklich auf jedem Sinn einfach geistig OP. Es macht Schaden, die Leute können sich da oben drauf jetzt. Und es ist OP. Also Supersprung und Elektro ist echt teuer. Und es geht auch durch alle Wände durch und alles, auch Ebenen. So, wo möchte er langlaufen? Abschuss bestätigt. Wir haben den Rest geortet. Hä? Kleinkaliber-Munition. Er ahnt nicht, der Arme. Er hat mit dem Wie mitgebracht. Restliche Operator des Trupps markiert. Gute Jagd. Chat, ich muss noch mal kurz ein bisschen mit euch quatschen. Was habe ich? Supersprung? Jetzt habe ich nur keine Drohne, ne? Aber, da oben landet einer. Ich blick da mal kurz hin. Warte, ich darf noch, ich kann noch einen höher. Passt. Er weiß auch nicht, was passiert. Also es ist halt ein neues Movement-System jetzt, ne? Oh, oh, oh. Das ist ein bisschen verkackt, Moment. Wenn ich die zwei jetzt auch kriege, dann ist vorbei. Das mit diesen Westen ist doch so geistig und OP, das wird doch so Game-Changer sein in der BSW. Nein! Hätte ich mal mehr Shotgun-Muni. Mit dieser einen Weste? Das ist insane schnell, ne? Ja, ja. Nein! Weil ich keine Muni mehr hab, ne? Ah, ich krieg den noch, warte, ich hab ja noch einen Jump. Du hast einfach Orbi, hast du doch halt Geist, ist so krass mit den Westen. Nein, warum komm ich nicht hoch? Das ist full RNG einfach. Kommt er wieder? Die Armen, wirklich. Also, die haben gerade ihre Konsole angemacht und haben sich so gefreut auf das neue Update.
Und ich habe wieder Shotgun-Muni. Sehr gut. Wir brauchen mal eine Drohne. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Feinde chillen die? Den Rest des Trupps mit der Taktikkarte aufspüren. Da im Wasser. Hm. Kein Termin mehr. Ziel ausgeschaltet. Markieren droppt er die einfach, oder? Muss Shotgun-Muni holen? Mal gucken, was sie hier machen. Achtung, mit wie verbesserter Operator im Gebiet. Angriff mit Vorsicht. Ich brauche eine Drohne. Alle Ultras, es sind zurzeit keine nicht automatisch. Und ein bisschen Kill Action. Nein. Aha, aha. Halte keine mit dem Drohne. Danke dir, oder oben noch mehr? Ich muss wieder hoch. Tempi, warte. Was kriege ich? Verbündete Drohne im Einsatz. Muss mal ein bisschen mehr mich konzentrieren. Oh. Nein! Ich bin so dumm! Hätte ich mal die Laseraugen angemacht. Könnt ihr mich vielleicht kurz kaufen? Inzwischen kaufen darf ich mal. Ist ein Malheur passiert gerade. Malheur? Nein. Ich hab die Schulferien-Kinder zurück in die Schule geschickt. Böse. Ja, es macht so Spaß. Nein, er hat mich gesehen. Oh, ich habe hier auch gerade ein Problem, glaube ich. Nein, er hat mich noch so knapp. Ich kassiere den random Blitzschlag. Och nee. Meint ihr, da gibt es nochmal eine Kaufung? Scheiße. Ich war gerade so gut drauf. Danke fürs Ende schauen. Checkt gerne mal das letzte Video ab. Und in der Beschreibung ist natürlich auch alles verlinkt. Macht doch euch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.